Hallo miteinander. Ja, ich melde mich mit einem kurzen Erfahrungsbericht zum Prose Drive, ja, 2,1 Tuned Mack Motor, den es ja so von Prose nur exklusiv bei Specialized gibt. Vorab einmal, ich bin ja gerade vor kurzem den normalen Drive Unit Prose gefahren. Vom Motor selber muss ich ganz ehrlich sagen, ist der nicht gar so im Großen und Ganzen unterschiedlich jetzt zum Serienmodell Backbar. Der Motor da ist ja exklusiv dieses Jahr nur bei Specialized verfügbar. 2020 dürfen es dann auch die anderen Hersteller haben. Natürlich merkt man ja, der bisschen mehr Kraft, speziell im unteren, im Anfahrtsbereich. Was es aber wirklich da ausmacht, ist eben diese ganze Software, die ganze Möglichkeit, die den Biker, den User da quasi zur Verfügung gestellt wird. Man kann den auf seine Person, auf seine Parameter so individuell einstellen. Man hat da zum Beispiel Beschleunigungseinstellungen, dann die Stufen der drei Unterstützungsmodi sowieso, dann mit Maximalleistung, Nennleistung bei Antrieb, Nennleistung dann bei, wenn man wieder aus der Unterstützung außerfährt, dann wie viel Maximalleistung in jeweiliger Unterstützungsstufe geboten wird und so weiter. Dann diese ganzen herkömmlichen Sachen, wo ich dem System eingeben kann, wie viel Höhenmeter ich kommen will. Es ist tatsächlich möglich mit dem Antrieb, in meinem Fall mit 130 Kilogramm Systemgewicht, 1800 Höhenmeter zu pedalieren. Muss aber eins sagen, man kommt da an Doppelakku-Biker. Natürlich vom Speed nachher nicht dran. Doppel-Akku-Biker, da sind wir jetzt gleich einmal beim größten Nachteil des Systems oder dem Motor. Der Akku mittlerweile, ich habe es gelesen, ist 64 cm lang und passt in keinen herkömmlichen Rucksack mehr rein. Um den auch herauszunehmen, ist da vorne ein Schrauben, ihr seht es dir vielleicht da vorne. Und das Bike muss entweder liegen oder am Kopf stehen und der Akku kann nach unten quasi herausgenommen werden. Ist er so beim Abend, beim Abstellen des Radls, sollte er da Steckdosen schon in unmittelbarer Reichweite sein, weil ja, es macht nicht immer so viel Spaß, da den Akku auszubauen und wieder einzubauen. Wenn man ein bisschen mehr Akkukapazität haben will, greift man zum Modell um 7.990 Euro. Das Carbon-Modell mit 700 Wattstunden. Ja, es ist klar an die sportlich orientierten Biker gerichtet. Einzelakku-Biker. Aber der Motor, ja, ich sag's eh in meinen ganzen Videos ja immer, neben Bosch bike ich diesen Motor einfach wirklich wahnsinnig gern. Überhitzung ist eigentlich schon lang kein Thema mehr bei dem Motor mittlerweile. Am Radl selber, da stellt sich das Ganze mit der Unit sehr minimalistisch dar. Ich habe da einmal den Einschaltknopf, ich schalte das einmal ein, dann fährt das System einmal hoch. So, ich habe bis auf einen Strich komplett Akku. Dann habe ich da die Bedieneinheit mit Plus und Minus. Darunter ist die Schiebehilfe da. Ihr seht da, ich bin jetzt in der zweiten Unterstützungsstufe. Das ist die erste, die zweite und die dritte. Das ist einmal alles, was ich so an Ablesbarkeit ohne Display habe. Das Display ist natürlich nachträglich selber, wenn man es haben will, zu montieren. Kostet glaube ich knapp 80 Euro oder 70 so in etwa, habe ich gelesen. Ja, wer es braucht. Das ist sicher nicht unvernünftig, aber mittels der Handy-App, ja, lässt sich das alles wirklich fantastisch steuern, super schnell, sehr einfach erklärbar, das Ganze. Ja, nein, ich finde Prose sowieso generell gut, da mit der Abstimmung, da mit dem, ja, 15% sollte er leichter sein, der Motor, 15 oder 10% leichter und 15% stärker oder umgekehrt, tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, die individuelle Einstellbarkeit ist natürlich enorm geil.
kannst du immer wieder wiederholen. Wie gesagt, war schön, wenn das die anderen auch so hätten.